Teen trifft. Willkommen zum Teen-Treff mit dem Titel mit der Schlagzeile Liebe hat man nie genug. Ich weiß nicht, was du dir genau unter dieser Überschrift vorstellst, aber mal ehrlich. Kann jemand darauf verzichten, dass er einen Menschen hat, der ihn lieb hat? Jeder möchte lieb gehabt, gern gehabt werden. Und jeder möchte die Erfahrung machen, dass der andere ihn annimmt, wie er ist. Das tut gut, das lässt leben. Die Sehnsucht nach Liebe ist ein sehr tiefer und zentraler Wunsch eines jeden Menschen. Liebe, ein Hauptwort unseres Lebens. Was für eine Liebe ist gemeint? Es gibt so viele Begriffe, die wir alle mit Liebe übersetzen. Die alten Griechen hatten es besser. Die hatten gleich drei Begriffe für die Liebe, mindestens wohl sortiert. Zum Beispiel Eros drückte die Liebe zwischen Mann und Frau aus. Philia meinte mehr eine freundschaftliche Beziehung und Agape eine durch Gottes Nähe hervorgerufene Liebe zu mir und zu anderen Menschen. Eine selbstlose Liebe. Und um die soll es heute in besonderer Weise gehen. Aber nicht nur. Liebe hat man nie genug. Diese Behauptung wollen wir mal etwas kritisch unter die Lupe nehmen. Drei Überschriften sollen dir verraten, wie wir das Thema heute angehen möchten. Erst einmal geht's um die Feststellung, die Tatsache, ich brauche Liebe. Zweiter Leitgedanke, du, deine Liebe wird gebraucht. Und als drittes, Jesu Liebe ist mir sicher. Mehr wird jetzt nicht verraten, sonst ist die ganze Spannung weg. Nur noch ein Hinweis, die Gedanken zu unserem Liebesthema stammen zum großen Teil aus der Feder von Heidi Krause und am Mikrofon begleitet dich Ulrike Schild. Jeder Mensch braucht einen Menschen, mit dem er einen Garten pflegt, in dem er lebt nach jenen Wünschen, die eine tiefe Sehnsucht in uns legt. Das Verlangen, so zu leben, wie ein Garten es verträgt und dabei ein Stück von sich zu geben, das in Harmonie ihn prägt. Jeder Mensch braucht Zeit zum Träumen, Zeit, in der er still nur liegt, ohne das Gefühl, etwas zu versäumen, einen Raum, in dem er endlich fliegt, frei von Angst, sich zu verlieren, ganz bereit, sich selbst zu spüren, einmal vergessen, Zeit und Raum. Jeder Mensch braucht einen Traum. Jeder Mensch braucht eine Heimat, die ihn einfach immer wieder zieht, weil er nur dort das Gefühl hat, dass er endlich nicht mehr flieht. Einen Leuchtturm in der Ferne, einen Felsen in harter Not. Jeder Mensch greift nach den Sternen und sucht im Grunde nur nach Gott.
jeder Mensch braucht einen Menschen, mit dem er einen Garten pflegt, in dem er lebt nach jenen Wünschen, die eine tiefe Sehnsucht in uns legt. Einen Leuchtturm in der Ferne, einen Felsen in harter Not. Jeder Mensch greift nach den Sternen und sucht im Grunde nur nach Gott. Stell dir vor, du würdest täglich deine Lieblingsspeise vorgesetzt bekommen. Ich glaube, mit der Zeit hättest du genug davon. Oder wenn du täglich faul rumliegen dürftest, mit den Beinen baumeln und Luftschlösser bauen, mit der Zeit hättest du auch genug davon. Oder wenn du täglich deinen Lieblingssänger im Ohr hättest, ich schätze, auf Dauer hättest du auch genug von ihm. Naja, schließlich sind wir nicht wie ein Fass ohne Boden, durch das alles hindurchläuft. Und ich hoffe, dass du auch mal satt und zufrieden sagen kannst: Danke, vielen Dank, nun ist's genug. Es ist gut so. Aber ich frage mich manchmal, kann man eigentlich auch genug von der Liebe haben? Manchmal schon, sagst du vielleicht, weil es bei dir eben noch gar nicht lange her ist, als du gesagt hast, jetzt ist es aber endgültig genug. Schluss, aus. Ich habe genug von der Liebe. Aber vermutlich hattest du genug davon, weil die Enttäuschung so groß war. Es hatte nicht gelangt zwischen euch, es fehlte ein ganzes Stück Liebe. Offensichtlich war noch nicht genug davon da. Warum ist die Sache mit der Liebe manchmal so schwer? Warum? Nun, manchmal kann man sich die Liebe so sehr herbeiwünschen, aber sie kommt eben nicht auf Bestellung. Man kann sie nicht einfach kaufen. Man kann die Liebe auch nicht endgültig besitzen und sie in ein verschließbares Kästchen sperren, obwohl das sicher schön einfach wäre. Man kann sie auch nicht in praktische Frischhaltebeutel füllen, damit sie sich für immer hält, obwohl das so bequem wäre. Nein, so einfach kriegen wir die Liebe nicht in den Griff. Sie packt uns. Aber eines ist sicher: Man kann sie ganz gewiss spüren, wenn sie da ist. Und noch was ist ganz sicher. Ebenso deutlich kannst du es aber auch sehen und fühlen, wenn sie fehlt, wenn nicht genug da ist. In einer Zeitschrift stand einmal folgender Bericht einer Erzieherin. Vor ein paar Jahren musste ich ein Kind, ein Mädchen von 12 Jahren, per Gerichtsbeschluss in einem Heim unterbringen. Die Mutter lehnte das Kind ab. Das Mädchen, nennen wir es einfach mal Michaela, schrieb mir nach einigen Wochen unter anderem, ich habe niemanden mehr, der mich lieb hat. Eine Welt brach für Michaela zusammen. Sie wurde in eine Welt der Leere und Perspektivenlosigkeit hineingeworfen. War es nicht ein ungeheurer Aufschrei, ich habe niemanden, der mich lieb hat? Ein Ruf nach dem anderen, nach Liebe, nach Geborgenheit. Ja, jeder ist auf der Suche nach Liebe. Jeder braucht Liebe. Aber manchmal, wenn wir uns umsehen, wenn wir mal die Antennen unseres Herzens ausfahren, dann kriegen wir das große Frieren. Ein Blick in die Runde am Familientisch, na, da sinken die Temperaturen manchmal auch bedrohlich. Ein Blick in die Schulklasse, da geht's auch oft lausig unterkühlt zu. Ein Blick in die Welt um uns, da kann man gleich in die Gefriertruhe greifen. Es gibt, glaube ich, genug Beweismaterial, das uns zeigt, nein, Liebe hat man nie genug. Liebe hast du nie genug. Liebe ist Mangelware. Ich brauche Liebe und du brauchst Liebe. So wie Christine. Ich brauche Liebe, wie ich die Luft zum Atmen brauche. Ja, ich brauche Liebe. Sie fehlt mir oft auch im Umgang mit mir selbst. Oft gehe ich sehr lieblos mit mir um. Ich kann mich schon morgens beim Zähneputzen annörgeln, weil ich mich so unmöglich finde. Wer mag schon so eine wie mich? Und dabei brauche ich doch das Wissen, dass andere mich schätzen und mögen, mich lieb haben. Es fällt mir schwer, das offen zuzugeben. Für meine Bedürfnisse gibt es aber so viele Anzeichen und Signale, die mir das nur deutlich machen.
Da gibt es Zeiten, in denen stopfe ich besonders viel Süßigkeiten in mich hinein. Es gibt Zeiten, da mache ich mir sehr viel zu schaffen mit meiner Außenpolitur. Ich schaffe es dann mindestens eine Stunde, das Bad zu blockieren. Und es gibt Situationen, in denen ich mich selber ohrfeigen könnte. Warum war ich gerade nur so eine alte Kratzbürste, ausgerechnet bei den Menschen, den ich unheimlich mag? Warum war ich plötzlich steif und stumm wie ein alter Stockfisch? Dabei wollte ich ganz besonders lustig und nett und unterhaltsam sein. Verdrehte Welt. Warum bin ich so verrückt und schließe mich in mein Zimmer ein, obwohl ich doch so furchtbar gerne mit Menschen zusammen wäre? Da soll sich einer auskennen. Was ist nur los mit mir? Was los ist? Die vielen kleinen Zeichen verraten. Ich, du, wir brauchen alle Liebe. Susanne hat ihre Gefühle in einem Gedicht sehr schön in Worte gepackt. Kann ich denn leben ohne jemanden, der mich gern hat, der mir auch zeigt, dass er mich mag, der mich auch manchmal in den Arm nimmt und mich tröstet, wenn ich traurig bin? Kann ich leben ohne jemanden, mit dem ich über alles sprechen kann, der mir zuhört und versucht, mich zu verstehen, auch wenn ich stottere? Der mich nicht auslacht, der meine Gefühle ernst nimmt, der versteht, wie mir manchmal zumute ist, der weiß, dass Einsamkeit mal sein muss. Kann ich leben ohne jemanden, der mit mir hofft, gespannt ist, der mit mir glaubt, der mir hilft, den Weg zu gehen, den ich vor Gott laufen kann? Kann ich leben ohne jemanden, den ich gern haben darf, mit dem ich lachen und mich freuen kann, an den ich gerne denke, wenn ich alleine bin? Kann ich leben ohne solch einen Menschen? Nein, niemand kann das, ich auch nicht. Susanne hat Mut. Sie hat sich nicht in eine dunkle Schmollecke verzogen und ihre ganze Sehnsucht runtergeschluckt. Susanne hat klar entdeckt, ich brauche Liebe. So ist das mit mir. Ihr tat es so richtig gut, das einmal auszusprechen und aufzuschreiben. Übrigens, in der gleichen Offenheit darf ich mit Jesus sprechen und zum Schluss sagen, Herr, du weißt ja noch viel besser als ich, was ich brauche. Jetzt mache mir doch bitte die Augen auf, damit ich die Menschen sehen kann, die mich lieb haben. Traurigkeit macht ja blind. Schenke mir den einen Menschen, mit dem ich mich besonders gut verstehe. Keiner weiß besser als du, wen ich brauche. Tja, nun weiß ich nicht, wann und wie Jesus deine Bitte erfüllt. Ich weiß aber genau, dass er gerne hört und gerne hilft. Es ist gut, wenn wir ihm alles sagen. Nach dem ersten Punkt folgt auch gleich der zweite. Du, deine Liebe wird gebraucht. Und jetzt spreche ich von etwas, was Wunder und Geheimnis gleichzeitig ist, nämlich davon, dass der, der Liebe gibt, selbst am meisten davon hat. Liebe ist also nicht nur eine Wohltat für den, dem sie gilt. Einen größeren Gewinn hat der, der liebt. Nicht der andere muss vor allem zu uns finden, sondern wir können zu ihm finden. Das verändert unser Leben. Hör mal eine kleine Geschichte, die dir weiterhelfen kann. Der Dichter Rainer Maria Rilke lebte eine Zeit in Frankreich. Jeden Tag kam er mit seiner Begleiterin an einem Platz vorbei. In einer Ecke saß eine Bettlerin, zusammengesunken, unbeweglich und starr hielt sie ihre Hand ausgestreckt hin. Im Vorbeigehen ließen die Leute mal ein Geldstück in ihre Hand fallen. Nie rührte sie sich. Eines Tages fragte Rilkes Begleiterin, »Rilke, warum geben Sie der Frau nie etwas in die Hand?« Rilke wurde nachdenklich und sagte, »Ach, sie braucht etwas, was ihr Herz berührt.« Tags darauf kamen sie wieder an der Bettlerin vorbei. Da nahm Rilke eine frisch erblühte weiße Rose und legte sie in die Hand der Bettlerin. Zum ersten Mal ging eine Bewegung durch die Frau. Sie schaute auf, ihr Gesicht sah plötzlich schön aus. Sie ergriff die Hand des Dichters, küsste sie schnell und scheu und lief davon, als hätte sie den größten Schatz des Tages soeben erhalten. Eine Woche lang war sie nicht mehr zu sehen, bis sie wieder bettelnd an ihrem Platz saß. Besorgt fragte Rilkes Begleiterin, wovon hat sie die ganze Woche gelebt? Der Dichter lächelte warm und wissend und sagte nur einen Satz. Von der Rose. Sie hat von der Rose gelebt.
Die Bettlerin brauchte nicht nur Almosen im Vorübergehen. Sie brauchte nicht nur gelegentlich eine neue Jacke. Sie brauchte nicht nur ein Dach über dem Kopf. Sie brauchte etwas, was ihr Herz berührte. Rilke wusste, Zuwendung aus Liebe und sei das Zeichen noch so klein. Neben uns leben Menschen, die sind so heimliche Bettler. Sie brauchen keine Lebensmittel, davon sind sie oft übersatt. Sie brauchen etwas, was ihr Herz berührt, wie wir auch. Darum möchte ich dir Mut machen. Sei ein Schatz für andere. Wie? Hallo Silke, das ist aber toll, dass du mich besuchen kommst. Mensch, du, ich hab's nicht mehr geschafft, was mitzubringen. Nur mich selber. Ich hab nichts mitgebracht, nur mich selber. Wenn dieser Satz aufrichtig gemeint ist, dann ist das wirklich das größte Geschenk, das wir dem anderen machen können. Da bin ich, ganz für dich. Da bin ich und bringe meine Ohren mit zum Hören. Da bin ich und bringe meinen Mund mit. Den kann ich zulassen und schweigen, wenn du's brauchst. Den kann ich öffnen und erzählen, wenn's dir hilft. Da bin ich und bringe meine Füße mit. Wenn du willst, laufe ich ein Stück mit dir. Da bin ich und freue mich in deiner Gegenwart über so viele kleine Dinge. Manchmal steckt dich meine Freude an. Da bin ich mit meinen Händen. Ich kann damit zupacken, wenn's nötig ist. Wir können sie aber auch miteinander falten und beten. Da bin ich mit meiner Zeit. Ich hocke mit dir auf dem Teppich und sag dir manchmal, was mir an dir gefällt, und in guten Augenblicken wage ich es auch mal zu sagen, was nicht in Ordnung ist. All das lasse ich mir auch gerne von dir gefallen, denn das ist wichtig. Ein Schatz für andere bin ich ja nicht nur, wenn ich mich verschenke. Ich werde zum Schatz für andere auch gerade dann, wenn ich mich beschenken lasse. Vielleicht habe ich wirklich Gaben, die bewundernswert sind. Liebenswert machen mich aber gerade oft auch meine Schwächen und Lücken. Warum? Weil Liebe heißt hinzufügen. Es ist schön für den anderen, dass er mich beschenken und ergänzen kann. Darum ist Jesus schon voll dabei, dein Gebet zu beantworten, wenn er dir sagen lässt, du, deine Liebe wird gebraucht. Vielleicht möchtest du kritisch dazwischenrufen und sagen, ach, das ist ja alles zu schön, um wahr zu sein. Ich finde, ich bin nun mal kein Schatz für andere. Eher bin ich eine Last, eine Zumutung und für einige eine richtige Nervenprobe. Richtig. Man nimmt den Mund wohl wirklich zu voll, wenn man meint, man könnte für andere immer nur eine wahre Wohltat und Wonne sein. Nein, andere haben manchmal wirklich genug von mir. Darum sollte sich ein Satz in deine Gedanken ganz tief einprägen. Jesu Liebe ist dir sicher. Jeder Sonnenstrahl, der mein Gesicht berührt, der kommt von dir. Und der Wind, der über meine Haare streicht, der kommt von dir. Jedes Lächeln, das mir gilt und Einsamkeit mit Hoffnung füllt, das kommt von dir. Deine Liebe ist so groß. Niemand weiß, wie stark mein Wunsch nach Leben ist, das weißt nur du. Und wie groß mein Durst nach Glück und Liebe ist, das weißt auch nur du. Keiner kennt die Dunkelheit, die mich umgibt, die nur dein Licht vertreiben kann. Deine Hoffnung ist so groß. Wenn alles andere seinen Halt verliert, bist du doch da. Überall erkenne ich, wie du mich liebst, viel mehr als jeder Mensch es kann. Denn deine Liebe ist so groß. Jesu Liebe ist dir sicher. Diese Sicherheit und Gewissheit kannst du zunächst einmal aus der Bibel entnehmen. Dort findest du eine Fülle von Aussagen, die es ganz deutlich ausdrücken, dass Jesus dich liebt. Zum Beispiel, was im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 steht. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Gott spart nicht mit seiner Liebe zu uns, im Gegenteil. Herrlich verschwenderisch teilt er seine Liebe an seine Kinder aus. Jesu Liebe ist dir, ist mir sicher. Diese Sicherheit und Gewissheit kannst du zum Beispiel auch finden, wenn du mit Menschen zusammen bist, die Jesus kennen und lieb haben. Du solltest die aufsuchen, die das von sich selber wissen. Jesu Liebe ist mir sicher und die deswegen dabei sind, selber lieben zu lernen. In einer christlichen Gemeinde, im Gottesdienst, in der Gruppe darf ich auf Menschen hoffen, die mich einmal durch ihre Brille schauen lassen. Sieh mal, so kenne ich dich. Ich lasse dich jetzt einmal sehen, wie ich dich sehe. Hör auf, ständig auf deinen eigenen Bauchnabel zu schälen. Es gibt Seiten an dir, die kennst du noch gar nicht. Du siehst immer nur zum Beispiel dein Gesicht im Spiegel, wie du es selber sehen willst.
Du hast ja keine Ahnung, wie du aussiehst, wenn du dich freust, wenn du fragst, wenn du mal einen Rat gibst, eine Idee hast. Also ich bin gern mit Christen zusammen, die mich auf diese Weise lieb haben und mir so zeigen, wie Jesus mich lieb hat. Zusammen mit anderen Christen werden meine Augen auf die wichtigste Blickrichtung eingestellt. Weg von mir hin zu Jesus. Wie? Jede Bibelstunde, Gruppenstunde, jedes eigene Lesen in meiner Bibel, jedes Gespräch mit Jesus will mir deutlich machen, die Liebe Jesu ist die sicherste Sache der Welt. Er hat mich nicht nur wegen meiner angenehmen Seiten gern. Gerade weil ich so unfähig bin zu lieben, ist er für mich gestorben. Jemand sagte einmal, für Gott bin ich einen Christus wert. Ja, Jesu Leiden und Sterben galt der Welt und galt dir. Auf der Suche nach mir selber, auf der Suche nach einem anderen Menschen, nach einer tragfähigen Beziehung. Kurzum, jeder Mensch ist auf der Suche nach Liebe. Er will angenommen, akzeptiert werden. Ohne Liebe kann keiner leben. Erst die Liebe macht unser Leben lebenswert, sinnvoll und beglückend. Und dazu brauchen wir ein Gegenüber. Doch dieses Gegenüber lässt sich nicht nur, so meine ich, auf einen menschlichen Nenner reduzieren. Menschen kommen immer wieder an ihre Grenzen und deshalb sind wir letztlich auf das große Du, auf Gott angewiesen. Wenn ich das weiß, dann wirkt sich das auch auf meine Beziehungen, auf meine Freundschaften aus. Es geht darum, dass die Agape Gottes, die Liebe Gottes, Raum findet, auch in unseren Beziehungen. Wenn Gott dabei ist, bei jeder Beziehung, dann kann ich ohne Angst Ja sagen und Hoffnung haben für ein gutes Miteinander. In der Bibel wird im Alten Testament eine Freundschaft beschrieben, die von David und Jonathan. Und zwischen ihnen fällt einmal der Satz, der Herr sei zwischen dir und mir. Die beiden wussten, wenn wir uns das vor Augen halten, dann ist unsere Freundschaft gut dran. Der Herr steht zwischen uns, das heißt, er verbindet uns miteinander. Manchmal schützt er uns auch voreinander. Er segnet das Gute und Schöne zwischen uns. Und auch das Böse zwischen uns kann er wegnehmen und heilen, dann, wenn er der Mittelpunkt unserer Freundschaften ist. Liebe hat man nie genug. Ich nicht, du nicht. Gut, dass es bei Jesus so viel Liebe gibt, wie wir brauchen, mindestens. Und dass er dir und mir Menschen schenkt, die uns das so richtig handgreiflich zeigen. Reich, du machst mein Leben wirklich reich und gut, mit einem Gut, das zu erreichen sich lohnt. Und dessen Wert sich ständig vermehrt. Mit jedem Menschen, der mich prägt, der mich liebt und erträgt. Ich bin reich, manche Begegnung macht mich reich und froh. Wenn mich beeindruckt, wie ein anderer lebt, dann lerne ich viel und komme dem Ziel. Ein gutes Stück näher, bin überreich beschenkt mit so viel Kapital, weil du mein Gott mir liebevolle Freunde gibst, die sich das weiße Licht in bunte Farben bricht. So sehen in vielen Menschen ich auch dein. Trotz meiner Fehler vertraut, mich hinterfragt durch das, was er sagt, und dennoch fest bei mir bleibt, meine Ängste vertreibt. Ruhig, solche Gemeinschaft macht mich ruhig und stark. Es gibt mir Kraft, dein Wort von Freunden zu hören. Fasziniert, bin persönlich berührt.
weil du mein Gott mir liebevolle Freunde gibst, wie sich das weiße Licht in bunte Farben bricht, so sehen viele Menschen dich auch, dein Gesicht.